21 Uhr, mein Name ist Katrin Beck, herzlich willkommen zur Putzshow! Extra für dich habe ich mich heute zurechtgemacht. Wir haben ein ernstes Thema zu besprechen. Jawohl, wir reden heute über das Geld. Denn heute kam ein Schreiben, eine E-Mail. Möchte ich kurz vorlesen. Wir bedauern es sehr, wir auch, dass aufgrund gestiegener Einkaufspreise für Strom und Änderungen bei Entgelten sowie Umlagen unsere Preise für ihren Tarif zum 1.1. anpassen müssen. Ja, wir reden heute über das Geld. Bei uns ist es nicht teurer geworden, aber wir können etwas dagegen tun, dass im Moment alles teurer wird. Und deswegen habe ich mir heute auch mal hier mein Business-Outfit angezogen. Trage ich sehr selten, kann man daran erkennen. Ich kriege es überhaupt nicht mehr zu. Man würde jetzt sagen, ist ein bisschen Spack, ne? Komm, Spaß beiseite. War ein Scherz. Guck mal, reiß ich das Mikro raus. War ein Scherz. Ist auch nicht meine echte Brille. Ne? So, nee? So, besser? Ich hab ein bisschen. Nein, ich muss aufs Notmikro gehen. Hast du komplett kaputt gemacht? Nee, ich bin noch drin. Nein. Gut, dann gehe ich mal über das Notmikrofon. Ihr seht mich hier immer noch, aber ich spreche mal in die andere Richtung. So. Jetzt, Dankeschön. Tonboy hier. So. Kleiner Spaß muss sein. Über das Geld auf jeden Fall reden wir gleich und über Spülmaschinen reinigen. Es gibt ja bereits ein Video, wie man das macht mit unserem tollen Maschinenreiniger. Aber da gehört ein bisschen mehr dazu. Und witzigerweise, es gibt keine Putzshow. Da wird jetzt hier Silke wahrscheinlich wieder auffallen. Gab es doch schon mal das Thema? Nee, ich habe geguckt, wir hatten das nicht in der Putzshow. Und das Video, was es seinerzeit gegeben ist, ist vom 22. April 2020. Also darf man das Thema nochmal aufreißen, aufholen, weil wäre auch ein bisschen schade, wenn du in 2,5 Jahren keine Spülmaschine gereinigt hättest. Jetzt aber erstmal zu euren Fotos der Woche. Denn, da bist du trinken hier, egal, kriege ich heute so hin. Ha, sehen sie nicht schön aus? Da sind sie. Unsere, meine, deine Adventskalendertütchen. Ich wollte das Foto noch nicht zeigen letzte Woche, weil ich wollte ja meine Gäste... Ach, du bist zu gut zu mir. Ich danke dir, mein Schatz. Ich wollte das Foto noch nicht zeigen, weil wenn du einen bestellt hast, ich wollte ja die Überraschung lassen, wie sie aussehen. Denn alle Tüten sind von mir von Hand gestempelt und alle noch verziert. Gut, ich habe... Die Nummern habe ich draufgeklebt, das wären sonst so viele gewesen, die alle noch zu stempeln. Aber die Tüten waren schon, also ich bin, so sah es aus, so sah der Keller aus. Man konnte, eigentlich kann man durch den Keller durchgehen, ging hier nicht. Hinten war, der ganze Boden war belegt. Hat Spaß gemacht. Jetzt habe ich auch schon die ersten Fotos von zwei, die ihn schon bekommen haben. Eigentlich eine, Elke, was ist los? Ich glaube, deiner ist da auch schon angekommen, oder? Schreib mir wenigstens mal, ob er auch heil angekommen ist. Einen kann ich auf jeden Fall schon mal zeigen, der heil angekommen ist. Einmal Nummer eins, das ist vor der lieben Kirsten. Didi, die sucht noch ein Plätzchen, weil im Moment würde man jeden Tag da drin ein bisschen suchen. Vielen lieben Dank für das Foto. Und dann kam eben noch eins rein, jetzt gucke ich noch mal gerade, das war von Christine. Genau, guck mal, Christine ist mit der heil unterwegs gewesen, der sieht gut aus. Ist heile angekommen. Ich habe nachher noch gedacht, wenn da was ausläuft, ohne zu verraten, was es sein könnte, das wäre eine Sauerei. Schön. Ach, toll sieht er aus. Elkes ist auch angekommen. Sehr schön, Elke. Gott sei Dank. Gefällt er dir? Schreib es mir gerne mal in den Chat. Dann habe ich euch versprochen, ich zeige euch noch ein paar Fotos. Es war ja letzte Woche etwas viel alles. Es war einmal Tag der offenen Tür und ich war in Rede bei Jumako gewesen. Und kurze Einblicke noch, wie es da aussieht. Das zum Beispiel ist eins in den Testräumen. Da steht der gute Herr und sagt, hier hast du mal Holzpflege, mach mal. Das ist insoweit gut, weil nicht jeder hat ja offenporiges Holz zu Hause und kann es ausprobieren. Als ich damals das erste Mal die Holzpflege in die Hand bekommen habe, habe ich mich ins Auto gesetzt und bin zu meiner Schwester gefahren, weil die so einen schönen geölten Holztisch hat. Haben wir hier zu Hause auch nicht, um es auszuprobieren. Das ist übrigens das Video, by the way, Holztisch reinigen, Holztisch pflegen. Das sind zwei Videos. Das sind zwei Videos. Erst sauber machen, dann pflegen. So, da können wir es aber mal ausprobieren. Das Holz war hier schon sauber. Und noch was, wir haben, schaut euch das mal an, das sind... Ich habe sie nicht gezählt. Wie viele verschiedene Küchenfronten, die wir unterscheiden mussten,
was ist was? In dem Fall war es hier, ging um die Edelstahloberflächen. Teilweise sehen die aus wie Edelstahl, ist aber Lack. Also Kunststoff. Ja, da brauchen wir also mit einer Edelstahlpflege nicht dran. Super, super cool. Auch da habe ich wieder was gelernt. Und das kannst du auch. Kommen wir nochmal auf das Thema Geld zu sprechen. Denn nächstes Jahr zwei, definitiv. Ich bilde nächstes Jahr wieder zwei Vertriebspartner mindestens aus. Denn alles wird teurer. Wir können jetzt weniger essen. Da gibt es hier zu Hause echt Ärger. Da wird mich meine Familie nicht satt. Oder mehr Geld verdienen. Plan B muss her. Ja, mit einem kleinen Teilzeitjob. Warum nicht? Dafür bietet sich Cemaco perfekt an. Das, weil, und ich nehme euch das schon weg, es laufen nicht alle Kunden direkt auf euch zu und ihr wisst nicht, wohin mit eurer Zeit. So ein Business baut man sich über die Jahre auf. Das habe ich auch. Heute ist es mein Hauptjob und vielleicht startest du ja mit mir in meinem Team. Ich hätte Spaß dran. Und du tust noch was Gutes für das Portemonnaie. Das waren die Fotos der Woche, ne? Wir haben es, ne? Oder? Ja. Ja. Also eins habe ich eben noch bekommen, das zeige ich euch nächste Woche. Da geht es mal wieder um den Backofen. Und schreibt mir doch gerne mal in den Chat. Die Weihnachtszeit steht vor der Tür. Guck mal, ich habe extra eine Lichterkette angemacht. Ne? Das ist die einzige Deko plus der Adventskranz. Mehr habe ich noch nicht. Naja gut, die Kissen zählen nicht. Ist dir noch gar nicht aufgefallen, ne? Hier vorne direkt aufgefallen, kommt von der Schule nach Hause, oh, Kat, Mama, du hast die neuen Kissen. Wo war ich? Genau, was gehört für euch dazu, in der Weihnachtszeit oder vor Weihnachten auf jeden Fall noch auf Vordermann zu bringen? Müssen es die Küchenschränke sein? Muss es der Backofen sein? Wollen wir vielleicht nochmal unterm Bett alles sauber machen? Schreibt mir doch bitte einfach mal hier in den Chat oder danach, wenn du die Putzshow später anguckst, gerne auch in die Kommentare, was gehört für dich dazu, was du jedes Jahr auf jeden Fall noch machst. Meins verrate ich dir, das ist unser Kronleuchter. Puh. Da warte ich aber auch immer so lange, dass man auf jeden Fall ein Vorher-Nachher-Ergebnis hat. Wir haben einen schönen Kronleuchter, traumhaft schön, ich liebe ihn, aber aus wie vielen kleinen Kristallen, genau, die muss ich alle einzeln abmachen. Das ist nicht viel Aufwand, ne? Schöne Musik dabei, dann läuft das. Dauert nur lange. Ja, ist nicht viel Arbeit, es dauert einfach nur lange. Okay, Cut an dieser Sache. Jetzt geht's ans Spülmaschinenreinigen. Wenn du eher so jemand bist, der sagt, der sich schnell ekelt, dann guck in der Zwischenzeit einfach mal weg, weil ich habe das Sieb auch mal gezeigt. Und ein paar Tage vorher gab es Brokkoli. Und Brokkoli-Reste, so ganz klein zerteilt, grün, ist not so nice. Aber guck's dir mal an, wie ich es sauber gemacht habe. Wenn mein Geschirr sich neben der Spüle türmt, dann nur, weil ich die Spülmaschine reinigen will. Dazu nehme ich den unteren Korb raus, entferne dann den Sprüharm und das Sieb und lege alles ins Spülbecken. Wasser rein und 2 bis 3 Spritzer Kraftreiniger dazu. Der Dreck im Sieb lässt sich nicht vermeiden. Zum Reinigen nehme ich unseren Spülbutler. Der passt super gut in die Vertiefung und ich komme weniger mit dem Dreck in Berührung. Mit dem Duopad Mini bekomme ich von außen alles gut sauber. Danach gebe ich ein wenig Maschinenreiniger auf das Duopad Mini und reinige damit die Dichtungen und die Tür. Für die schwierigen Stellen kommt auch der Spülbutler zum Einsatz. Zum Schluss kommt der rote Deckel auf die Flasche, Folie lösen und kopfüber in die Maschine stellen. Bei höchstmöglicher Temperatur laufen lassen, ohne Geschirr. Fertig! Ich habe das Ganze letzte Woche Samstag gemacht. Ja, dann ist ja hier so nach dem Frühstück, wurde immer so ein bisschen gewuselt. Und dann habe ich gesagt, komm, mach's sie jetzt. Deswegen stand alles draußen. Und gestern habe ich gedacht, oh, langsam lässt der Geruch nach. Es ist nicht penetrant, oder? Nein. Na, ist es wirklich nicht. Nein, ist es nicht. Und ich packe auch Plastikgeschirr von einer berühmten Marke, die jeder im Schrank hat, wo die Deckel immer rausfallen, die packe ich auch mit da rein und da wird nichts übernommen. Also manchmal hat man dann so, ah, schmeckt man? Nein, ist nicht. Es riecht einfach nur wahnsinnig sauber und der Maschinenreiniger sorgt auch dafür, den Dreck zu entfernen, den man nicht sieht.
der so hinten in den Schläuchen ist. So, wuh, ekelhaft. Aber damit habe ich es sauber gekriegt. Ich zeig's dir mal. Ein bisschen schneller sein, Dirk. Dann müssen wir mal ein bisschen, gehen wir mal zurück auf die Kamera. So, Mana. Mit diesen Produkten habe ich gereinigt. Zack. Naja, gut. Machen wir. Meiner. Oh, I love it. I love it. Ist der Kraftreiniger Pink Grapefruit. Gibt es auch in der gelben Version, dann riecht er nach Zitrone, genau. Zwischendurch habe ich den auch mal in grün, aber das ist so meiner. 5 Liter Kanister im Keller, sage ich dir. Den habe ich halt mit ins Spülwasser gegeben, weil das war alles super fettig. Da lag auf allen so ein Fettfilm drauf. Und jetzt habe ich es einmal sauber, habe rausgeholt, damit sauber gemacht. Gut, nicht vergessen, Pumpe, ne? So ein Kraftreiniger braucht immer eine Pumpe. Boom. Bei den Favorites, die im Moment im Angebot sind, das sind die kleinen Fläschchen. Perfekt für dich, wenn du gerade startest und immer alles von Gemaco ausprobieren willst. Ich sag mal so, de Pröbchen, ne? De Pröbchen. Da ist der Kraftreiniger in Gelb dabei. Gut, Duopet Mini. Ja? Duopet, ich dachte, ich hätte erst einen Spülbottler. Nee. Nee? Ach so, guck mal. Guckst du mal da? Und Duopet Mini. Im Video habe ich das benutzt. Ist dasselbe in grün. Ne, oben. Guck mal oben. Der guckt dich an. Neben dem genau. In grün ist das gleiche in grün. Ich habe jetzt so nach und nach alle meine Grünen gegen Grau ausgetauscht. Aus optischer Hinsicht. Hab halt alles so in Grau. Den gibt es noch nicht eins im Online-Shop zu bestellen, den Grauen. Wenn du auch lieber zwecks der Optik das haben möchtest, bitte bestell den und schreib in das Feld Nachricht, du hättest den gerne in Grau. Dann tausche ich den einfach. Das ist not, das mache ich. Gut, dann Maschinenreiniger. Genau, so sieht er aus. Guck mal hier. So sieht die Flasche aus, kommt immer im Doppelpack. Weil ich kann eine Flasche einmal für die Waschmaschine benutzen und einmal für die Spülmaschine. Gibt es übrigens auch ein Erklärvideo von mir, wie du das in der Waschmaschine machst. Im Behälter selber, in dem Karton, sind auch 2 solcher roten Aufsätze drin. Darunter ist halt eine Wachsschicht, die löst sich halt bei Temperatur aus. Und ich habe dir mal diese Flasche gezeigt und vielleicht kann man das erkennen. So, da ist ein Aufkleber von mir drauf und wie du sehen kannst, der ist schon ein bisschen abgenutzt, aber diese Flasche ist gefühlte 2 Jahre alt. Weil, ich meine, es wäre Boris gewesen, der, ich habe einmal eine Kundenfrage gehabt, wie lange hält diese Flasche? Weil ich habe ja das im Keller, ne? Ich habe ja einen Kanister und ich fülle dann die Flasche immer einfach nur nach. Ich mache es immer, wenn wir in Urlaub fahren, immer, damit dieser ganze Dreck, der in den Schläuchen ist, nicht die 2-3 Wochen, die wir dann weg sind, da schön vor sich hingammelt. Schön im Hochsommer. Mmh, toll, wenn du nach Hause kommst. Und es riecht immer noch gut, wenn du nach Hause kommst. Riecht es immer noch, tatsächlich. Aber es riecht ja auch hier, obwohl unsere Spülmaschine läuft, einmal am Tag mindestens. Und zu Zeiten, als wir hier unsere Wohnung renoviert haben, ja, wir haben ja aus 2 Wohnungen eine gemacht und sind während der Umbauphase erstmal in diese kleine Wohnung gezogen. Da habe ich als Single jahrelang drin gewohnt. Damit du mal so eine Vorstellung hast, wie klein diese Wohnung ist. Wenn ich beim Frühstückstisch einen Löffel haben wollte, habe ich das im Sitzen die Schublade aufgemacht. Merkst du, ne? So. So eine kleine Küche, also passte da keine Spülmaschine rein und wir haben geschlagene 7 Monate, ne? Du konntest sogar im Sitzen spülen. Ja, ich konnte im Sitzen spülen. Ja gut, wir haben da gar nicht mehr drin gesessen. Doch. Wir zwei, ja, aber zu viert nicht mehr. Nee, da war ja kein Platz mehr. Da habe ich doch das Regal hingestellt, ja. Damit ich noch ein bisschen Arbeitsplatte hatte. So 2,70 Meter Küche. So Standard, egal, Möbelboss, hau rein. Aber keine Spülmaschine. 7 Monate lang habe ich hier mit der Hände gespült. Da wurde man sparsam. Da wurde der Teller auch 2-mal benutzt, ne? Oh, ey, gar nicht mehr. Wie viel Zeit? Ich habe jeden... Da, also Netflix war mein Spülen. Also deswegen habe ich jetzt einen Kanister. Mach das da mal. Ich schweife ein bisschen ab. Haben wir einen Spülbutler noch? Ja. Super. Ohne den geht's nicht. Das ist meiner hier. Der Spülbutler. Ich bin persönlich kein Spülbürstentyp. Ne? Das ist ja mein Spülschwamm hier. Ne? So. Aber mit dem hier komme ich halt nicht so da rein in dieses Sieb. Das fand ich einfach nur fies.
Und das passt halt super, wie du im Video gesehen hast, genau in diese Rillen rein. Auch unten drunter. Bei die Dichtung habe ich ja sauber gemacht, weil da kommt der Maschinenreiniger, wenn die Spülmaschine läuft ja nicht dran, ist ja zu. Ne? An die Türrahmen, da kommt ja kein Reiniger dran. Wäre blöd, weil sonst wäre das Wasser ja außerhalb der Spülmaschine, logischerweise. Ne? Deswegen habe ich das also damit sauber gemacht. Der Vorteil bei dem Spülbuttler ist, der ist schon schön geformt. Ja, der passt auch in Sektgläser rein, wenn du also damit spülen möchtest. Und der lässt sich hier lösen und dann darf der Kopf, das ist der weiche Kopf, gleiche Faser wie hier, darf dann im Wäschesack bei bis zu 60 Grad in der Waschmaschine gewaschen werden. Na, wenn das mal keine hygienische Lösung ist, oder? Also wenn ich überlege, was in so einer Spülbürste alles drin ist, hier nicht. Und so macht Putzen Spaß. So, wir sind fertig. Fragen bis hierhin, kommt ja an dieser Stelle. Gibt es Fragen an dieser Stelle? Dann jetzt einmal die Hand heben oder wie Tobi Beck sagt, seid ihr noch bei mir? Schickt mir eine 5 in den Chat. Wollte man mal machen, ne? Ja oder ja? Hört sich das gut an? Ja oder ja? Kleinen Frosch, Clown heute Morgen gefrühstückt. Ja. Deswegen, ich ziehe nochmal die Brille an, weil ich möchte auch meine Videos so ein bisschen als... Hast du schon deine Spülmaschine gereinigt? Das solltest du als nächstes bitte unbedingt tun. Unsere, da haben wir noch mal ein bisschen mehr Geld in die Hand genommen. Da kommt alles auch trocken raus. Was ist da drin für ein Stein? Wie heißt das? Ich sag's dir. Zeolit. Richtig. Tja, da siehst du. So, und woher weiß ich das? Weil ich sie einräume. Ich habe die öfter... Du siehst sie immer im geschlossenen Zustand, ich sehe sie im offenen Zustand. Aber damit wir auch lange was von der Spülmaschine haben, jede Reinigung, jede Pflege hat auch was mit Werterhalt zu tun. Deswegen pflegen wir auch unser Auto. Warum nicht auch die Spülmaschine? Weil wenn die jetzt kaputt geht, letztes Jahr, ich möchte ja nicht sagen, ne? Holz, wo haben wir Holz? Letztes Jahr aber eine Woche vor Weihnachten eine neue Waschmaschine kaufen müssen. Wäre blöd, wenn wir dieses Jahr nochmal. Das funktioniert nicht. Ihr Lieben, nochmal der Aufruf. Schreibt mir bitte in den Kommentaren, in die Chat. Ihr dürft auch gerne an meine WhatsApp-Nummer schreiben. Stellst du die komplette Flasche in ja. die Spülmaschine? Ja. Eine Flasche ist ein Reinigungsvorgang. Das, was ich vorher halt rausgenommen habe, das ist ja minimal, ne, wenn ich das hier so gemacht habe. Ne? Eine ganze Flasche ist ein Reinigungsvorgang. Und, ich kann das ja jetzt mal vorlesen, aber habe ich ja schon, ne? Nach dem Spülgang die leere Flasche entnehmen. Also die sieht nach dem Spülgang auch wieder so aus. Die ist sauber dann. Die ist sauber und leer. Und den Wachsverschluss, also der hat sich ja dann gelöst, kann man von innen mal zeigen. Ich will jetzt nicht die Folie abmachen. Von innen, seht ihr, da ist so eine Wachsschicht drauf. So. Und die löst sich halt. Deswegen den danach wegschmeißen, der tut es nicht mehr. Aber es gibt im Nachfüllpack, du kannst 4er-Pack, 2,90 Euro, habe ich jetzt erst verkauft, im 4er-Pack nachkaufen, wenn du halt so einen Kanister hast. Ne? Den gibt es auch noch nicht so lange im Katalog und das macht auch Sinn, weil dann hast du es immer. Immer, wenn du sagst, okay, los, bevor du wieder denkst, ah, muss ich noch bei der Katrin bestellen, in unserem Online-Shop. Wir müssen mal irgendwie so ein Zeichen machen. Jetzt einblenden. Also pass auf, das ist, egal. Wir haben Spaß hier. Wir haben Spaß. Das ist meine Nummer, da darfst du mir natürlich auch gerne Fotos schicken. Einmal von den Adventskalender, wenn sie ein neues Zuhause gefunden haben, um einfach mal so ein bisschen lange Nase machen. Das hätte dann ja sein können, aber nächstes Jahr... I think so, I don't know. Mal gucken, was nächstes Jahr ist. Und schaut dir auf jeden Fall nochmal das Video an. Ach so, ach, bevor ich es vergessen habe. Nee, anderes Video. Ich komme nochmal zurück auf 2 Vertriebspartner nächstes Jahr. 2, warum 2? Weil ich mir die Zeit auch nehme. Das kostet nämlich Zeit, aber die nehme ich mir gerne, um dir zu zeigen, wie das funktioniert. Voraussetzung, du hast die Zeit. Erste Voraussetzung. Zweite Voraussetzung, du magst die Produkte. Und dritte Voraussetzung, du kannst dir vorstellen, mit mir zusammenzuarbeiten. Ich sag mal, die beiden Punkte sind schon mal abgehakt, sonst wärst du nicht hier, sonst würdest du nicht mit Gemarco putzen. Aber hast du auch die Zeit, sich darin einzulesen?
dann nimm dir auf jeden Fall Zeit. Nächste Woche Dienstag, das ist der 29. Ich werde es am Wochenende nochmal in meine Story packen, sowohl auf Instagram als auch in meinen WhatsApp-Status. Am 29. gibt es eine Veranstaltung von Gemacco. Nennt sich Gemacco stellt sich vor, ein Online-Vortrag. Und ja, die Kamera ist aus für dich. Ja, du siehst also nur die zwei Kollegen, eine Vertriebspartnerin und einmal von Gemacco, die das Geschäft erklären und auch nochmal was zu der Firma sagen. Was kann man verdienen? Wie baut sich das Ganze auf und, und. Wenn du Interesse hast, schreib mir. Hier. Nee, warte, ich muss mal. Nee, wie macht man denn schön hier? Egal. Was war? Hashtag. Was war Hashtag? Thymian Gnom. Andere Sendung. Nächste Woche, 21 Uhr, bin ich wieder da. Und wenn du möchtest, dass ich dir zeige, wie du dein Zuhause wieder sauber kriegst, ja, bitte, dann schreib es mir. Was muss bis Weihnachten bei dir auf jeden Fall noch auf Vordermann gebracht werden? Vielleicht haben wir das ja hier zu Hause. Dann würde ich das filmen und dann ermutige ich dich. Das ist mal ja so ein Anstoß. Ne? Ach ja, stimmt, da war ja was. Ah, Mist, Spülmaschine. Ah, Waschmaschine. Kronleuchter. Mache ich erst, wenn die Gäste kommen. 21 Uhr. Gabi. Was wegen Gewinke? Ach ja, fünf. Das finde ich so witzig, ne? Ja oder ja? Bist du da bei mir? Ja oder ja? Gut, nächste Woche 21 Uhr. Bitte wieder einschalten zu meiner Putt-Show. Ich habe das Gefühl, ich meine, wir sind auch Dirks älter als ich. Und ich glaube, was die... Das merkt man, du bist ein bisschen langsam heute. Ich bin so, weißt du, ich bin doch so ein junger Hüpfer. Da muss er erstmal mitkommen. Ich bin raus, ihr Lieben. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Putzen. Wenn dir was fehlt, bestell es in unserem Online-Shop unter einfach sauber24.de und schalt auf jeden Fall nächste Woche wieder ein. Hat dir das Video gefallen? Dann bitte lass einen Daumen oben da, damit ich auch noch Bock habe, auch noch mehr Videos für dich hier hochzuladen. Und empfehle mich gerne weiter, denn so funktioniert unser Geschäft. Wir brauchen die 1000. Ja, ich hätte ja super gerne. Wir sind bei 908 Abonnenten. Ihr Lieben, 1000 Abonnenten, das ist so mein Wunsch für 2023, vorher zu erreichen. Nicht nächstes Jahr, sondern noch in 2022. Jetzt bin ich aber wieder raus, sage tschö, bleibt gesund. Bis nächste Woche, eure Katrin. Tschüss.